Hallo zusammen, jo, wir sind back in the USA und ja, ich lade hier gerade noch, oder ich versuche zumindest das Mehl einmal abzuladen, dass wir hier ja zu unserer Bäckerei gebracht haben. Jetzt muss ich nochmal gucken, dass wir das auch noch wegbekommen hier. Na? Das ging doch eben. So, guck mal, das ist auch weg. Brot steht nur irgendwie eine Palette da, die lassen wir auch erstmal. Dann würde ich sagen, du fährst mal wieder nach Hause. Und dann schauen wir mal, was hier zu tun ist. Genau, der war fertig hier. Das heißt, hier das Feld ist erledigt. Ich weiß gar nicht, haben wir da drüben noch? Müssten wir das noch machen oder haben wir das schon? Ich glaube, das haben wir schon, oder? Gucken wir mal. Nee, da müssen wir auch noch. Ja, gucken mal. Dann lass uns doch hier das Steine sammeln. Nicht automatisch, sondern es selbst machen. So. Ist ja nicht allzu viel hier. Dann wäre das nämlich auch erledigt. Ja, dann können wir uns überlegen, ob wir noch irgendwie... Wir können mal gucken, was wir an Missionen haben. Ob es da irgendwas Interessantes gäbe für uns. Gut, die Bahnen sind relativ kurz, um nach Missionen Ausschau zu halten. Düngen, Ernten, das sind Kartoffeln, Grubbern, Sehen. Es ist alles nicht so das, was ich gerne machen würde. Da würde ich eher doch sagen, wenn wir hier fertig sind mit dem Feld, dann gehen wir einfach schon schlafen. Auch wenn es 9 Uhr morgens ist, ist ja vollkommen egal. Geht's in den September dann rein, dann können wir da vielleicht neue Arbeiten erledigen. Vielleicht können wir dann den Raps konnten wir, glaube ich, erst im Oktober ernten. Aber vielleicht gibt es ja dann neue Missionen. Das wäre doch am besten. Einfach irgendwas zum Arbeiten und Geld verdienen. Damit wir vorankommen. Wir müssen auf jeden Fall noch irgendwie ein, zwei Feldflächen uns zulegen. Das sollte unsere oberste Priorität sein jetzt. Und wir können da klar oder könnten Dünger verkaufen. Da haben wir ja doch einiges inzwischen im Lager. Das müssten wir mal überlegen eben. Und ansonsten vielleicht spekulieren, ob es irgendwo ein erntereifes Feld gibt mit interessanten Sachen drauf. Also wie gesagt, zum Beispiel die 68 hier nebenan, die wird mir ja schon sehr gefallen, aber ich... Gehe mal davon aus, dass die Schweine teuer sein wird. Hier. Wo sind wir? Das da. Ja, 600.000. Da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Aber das Baumwollfeld da vorne, die 58 oder wie? Oder 56? Ne, ich glaube 58 ist das. Das wäre noch eine Option. Hier kurz den Rand. So, wir haben noch ein bisschen Kapazität hier drin. Ja, ist halt die Frage, ob das lohnt, wenn wir da jetzt das Baumwollfeld uns kaufen würden.
Und oh, ich sehe hier rein gar nichts. Warte, machen wir das mal so. Ob der Ertrag daraus sich zumindest dem Baumwollernter rechnen würde. Ja, wir können ja gleich mal schauen, was das kosten würde, das Feld. Aber wie gesagt, erst machen wir hier schnell fertig. So, warte, wir können ja auch jetzt mal schauen. 410. Boah, das wäre halt schon ein richtiger Klopper. Aber wir hätten halt hier dann auch noch mal am Hof eine richtig schöne Feldfläche. Wir können auch mal schauen, wie gut das gepflegt ist. Ich weiß, dass da auf jeden Fall Steine drauf sind. Das hatten wir ja gesehen. Das war jetzt nicht so gut. Da müssen wir auf jeden Fall mal zurückfahren. Aber da können wir mal kurz Bodenbeschaffenheit. Ja, es müsste gewalzt werden. Das ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall gedüngt und es ist kein Unkraut. Also könnte man überlegen. Ist die Frage, bekommen wir so viel Geld zusammen, damit wir uns das leisten können? Dann müsste man mal schauen, wie viel Dünger haben wir denn aktuell? Dünger. 67.000. 67.000. Das ist nicht gerade wenig. Dann müsste man mal gucken. Das machen wir jetzt. Dünger. Dünger war doch irgendwo. Wo war das denn? Dünger, Dünger. Okay. Dünger. Achso, Mineraldünger. Ja, 3000. Grob gesagt, wenn wir 60.000 wären, 180.000, dann wären wir bei, naja, 280. Ist halt immer noch nicht 400.000. Aber man könnte es, denke ich mal, relativ schnell erreichen. Und bis das Baumwollfeld reif ist, ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Also könnten wir uns durchaus überlegen, vielleicht mit der ein oder anderen Mission, die noch kommen könnte, dass wir das schaffen. Wäre doch was. Das bisschen lassen wir jetzt sein hier. Wir laden den einmal aus. Lassen die Zeit mal schnell vorlaufen, so bis auf den Nachmittag. Dann gucken wir mal, ob es vielleicht jetzt schon irgendwie noch eine gute Mission für uns gibt. Und wenn nicht, gehen wir schlafen. So, parken wir den einmal. Ja gut, das bisschen, was hier liegt, vernachlässigen wir jetzt einfach mal. Ja, so die eine oder andere schöne Düngemission wäre na klar noch genial. So, jetzt gucken wir mal. Lass uns mal mit der Zeit ein bisschen runtergehen. Ja, Ballen pressen.
da hat sich nicht wirklich was geändert. Also geh mal hin und geh mal schlafen. Und einmal hier hoch. Bis morgen um 8. Ratter, ratter, ratter. Einmal durch die Nacht. So, Mietkostenfahrzeuge. Wieso Mietkosten? Haben wir noch Fahrzeuge gemietet? Ach, der Anhänger. Ja gut. Können wir, glaube ich, in Kalk ist durch. Da haben wir auch 51.000 Liter. Boah, Mineraldünger, das wird immer mehr, aber wir müssen hier mal nachfüllen. Wir müssen nachfüllen. Nehmen wir erstmal Mist. Da können wir auch gleich dann einmal beim Energiewerk ein bisschen abkippen. So. Ja, da müssen wir eh bei den Schweinen mal kurz reingucken. Wir müssen auch auf unsere Felder schauen, wie es da aussieht. Das können wir jetzt mal machen. Schweine. Wieso? Reproduktion ist noch relativ niedrig. Okay. Verträge. Ja, Düngen ist jetzt nicht so wirklich was. Kartoffeln, guck mal, Kartoffeln mit dem großen Roder, dann könnte man das Feld gleich mitmachen. Komm, da machen wir hier mit Geräte ausleihen und auf die 28 gehen wir zuerst. Komm, das machen wir mal. 28. So, jetzt müssen wir nur mal gucken. 28 geht zum Fastfood, geht beides zum Fastfood-Restaurant. Okay. Da können wir ja dann durchaus mit unserem Gerät zum Unterstützen dazukommen und abfahren. So, du machst Drescher abfahren von der 28 zum Fastfood-Restaurant. Schnellrestaurant. So. Wieso? Ja, müssen wir erstmal warten, bis wir hier vollgeladen haben. Oh, es steht Regen an. Da müssen wir mal die Zeit runterdrehen. Regen ist nicht gut. So. Wie viel Gülle haben wir denn? Ja, nur 4000 Liter. Das ist auch nicht so viel. Ach, wir brauchen ja. Ich bin doch doof. Wir haben doch gesagt, wir haben Mist im Lager. Komm, dann kippen wir hier erstmal den ab und holen uns den Rest aus dem Lager erstmal. Das Ding hier erstmal wieder läuft. So, dann laden wir mal
nämlich hier. Mist, guck mal, da sind 20.000 Liter drin. Die bringen wir doch direkt mal nach oben. Dann können wir mal kurz ein Bildchen machen. So, so, so. Gucken wir mal, was wir hinten noch reinbekommen. Ja, nicht viel. Und dann würde ich den auch auf die 28 hochschicken. Dann können wir da nämlich abfahren. Wir müssen hier auf jeden Fall uns um die Paletten kümmern. Wir müssen generell gucken, wie es bei den Gewächshäusern aussieht. Ja, es ist wieder... Am Morgen kennt man ja, gibt's immer was zu tun. So. Beide Male abkippen bitte. Haben wir irgendwelche guten Transportaufträge vielleicht? Beziehungsweise Lieferweizen, Diesel, Baumwolle. Ja, haben wir alles nicht. So, oh, der Ventor ist angekommen. Dann würde ich doch sagen, Ventor. Warte, der geht, lädt ja, glaube ich, so rum ab, ne? War da nicht sowas? Genau. Dann machen wir doch für den einen Kurs. Und zwar, wir machen mal auf jeden Fall 5 Vorgewände in scharf. Wir fahren gegen den Uhrzeigersinn diesmal. Das passt alles. Generiere Kurs. Wo auch immer das Feld ist. Hier oben hat er gemacht. Perfekt. Erster Wegpunkt. Los geht's. So, dann kann der hier erst einmal Kartoffel ernten. Der fährt ab. Dann haben wir das zweite Feld noch. Und wir gucken mal hier wirklich drauf. Wir haben hier wirklich einen Ertragsbonus von 98%. Ja, da müssen wir uns überlegen. Es wäre schon eine geile Sache, wenn wir uns das gönnen würden. Müssen wir uns ranhalten, was die Produktion angeht. Ganz einfach. Kümmern wir uns mal kurz um die Paletten hier. Beziehungsweise den Rest der Paletten werden wir gleich, müssen wir nicht gleich, sondern morgen machen, weil wir schon wieder am Ende sind für heute. Ja, es ist einfach nur Wahnsinn. Ein bisschen was gemacht und schon ist der Tag wieder rum hier. Also mal gucken, ob da noch was. Ja, wollte gerade sagen, ob da noch welche rauskommen. Ja, schaut einfach morgen. Ups, was ist das? Wieder vorbei. Und dann sehen wir weiter, was wir hier noch Schickes anstellen werden. So, ja, das soll es gewesen sein, liebe Leute. Bis dann. Macht's gut. Ciao.